Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf diesem Kanal. Heute ohne Intro, weil mir zu dem heutigen Thema leider kein schönes Intro einfällt. Wer es gemerkt hat, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Ich habe die letzten 2 Wochen kein Video an den Sonntagen hochgeladen, weil ich am 16. Oktober positiv getestet wurde und mich dann exakt für 10 Tage in Quarantäne begeben musste. Und mir ging es zwar den Umständen entsprechend gut, ich hatte nur leichte Symptome, aber wie gesagt, der Test ist die ganze Zeit nicht negativ geworden und dementsprechend hat es mir schon ein bisschen auf die Psyche geschlagen, weil ich ja auch als Rollstuhlfahrerin im Alltag Hilfe brauche und es war so, dass meine Grundversorgung gewährleistet ist, aber wenn dann nur das Nötigste gemacht werden kann, weil das Hilfspersonal halt Angst vor Ansteckung hat und dann auch Schutzkleidung trägt und so, ist es schon auch nicht so ein gutes Gefühl für die Psyche und man fühlt sich da schon dann ein bisschen allein gelassen. Nichtsdestotrotz gab es dann einen Lichtblick für mich, weil ich habe für mich eine neue Serie auf Netflix gefunden. Das heißt, an sich ist die Serie, glaube ich, schon älter. Ich kannte sie nur noch nicht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Von der Serie gibt es auf Netflix mittlerweile 5 Staffeln und zwar habe ich Outlander gefunden und ja, mir gefällt die Serie total gut, weil es da um verschiedene Zeitepochen geht und ums Zeitreisen und ich bin mal gespannt, was noch so alles passiert, weil es wird, glaube ich, noch einiges passieren. Wer von euch hat die Serie schon gesehen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es da draußen ja jemand, der seine Meinung mit mir teilt. Und dann gab es noch einen weiteren Lichtblick für mich und zwar Taylor Swift hat ihr neues Album Midnights rausgebracht am 21. Oktober, was mir dann so meine eigene persönliche Quarantäne ein bisschen versüßt hat. Ich habe auf CD jetzt die Lavender Deluxe Edition. Ich zeige sie euch mal kurz. Ja, und hier sind von den Songs her 2 Remixes drauf und ein ganz neuer Track, den ich selbst noch nicht kenne. Hits Different. Aber ich freue mich demnächst, diesen Song mal anzuhören, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Das ist jetzt hier die Lavender Deluxe Edition. Das heißt, es gibt verschiedene Versionen von dieser CD und ich habe mir die Deluxe Edition halt ausgesucht, weil ich die Farbgestaltung mit dem Lila einfach sehr schön finde und Lavendel an sich auch sehr gern mag. Und ja, von dieser CD, also dieser Musiksammlung, gibt es noch eine sogenannte
3 AM Edition, das heißt, diese Edition kann man sozusagen nur streamen, die ist auf CD nicht verfügbar, soweit ich weiß. Und da sind noch 7 weitere Songs drauf enthalten, sozusagen. Und ja, die habe ich mir auch schon angehört und an sich ist das Album eins der besten Alben, die ich die letzten Jahre von Taylor Swift gehört habe, meiner Meinung nach, weil das Thema Midnights und ja, die verschiedenen Gefühle, die man nachts oder auch Mitternacht fühlt, die sprechen mich halt nochmal auf einer ganz anderen Ebene an, weil ich selbst sehr oft allein bin und ja, mich dann auch so ein bisschen einsam fühle. Und da sind tatsächlich auch Songs drauf, die von Einsamkeit handeln. Und ja, deswegen spricht es mich nochmal auf einer komplett anderen Ebene an, als das, was ich bisher 13 Jahre lang von ihr gehört habe. Und ja, das war jetzt mal ein nicht geplantes Video von mir, weil ich ja normalerweise sonntags immer meine Videos veröffentliche. Aber wie gesagt, weil ihr so lange nichts von mir gehört habt, kam jetzt mal ein ungeplantes Video und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns, Leute, bis bald.